Die DDR-Regierung macht weitere Schritte in Richtung Marktwirtschaft. Zum einen beschloss der Ministerrat heute ein Gesetz, das die Niederlassungsfreiheit ausländischer Unternehmen festschreibt. Es gilt auch für Geschäftsbanken. Außerdem wurde die Umwandlung der bisher zentral gelenkten Staatsbetriebe in Kapitalgesellschaften nach westlichem Vorbild angeordnet. Eine Treuhandgesellschaft soll die Anteile der gebildeten Kapitalgesellschaften übernehmen.